Hier lang. Okay, das ist dann der richtige Weg zu sein. Sie ist von drinnen verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Ja, das können die gleich machen. Ich will jetzt aber eben noch gucken. Hier gibt es bestimmt noch mehr zu holen. Da oben war ja noch so ein Haus mit den Freaks. Wo, was definitiv auch offen war. Da gibt es bestimmt noch was. Oh, so ein Kletterdingens hier. Ah, schon ein bisschen verwittert. Wurde nicht so gut gepflegt. So, den kriegen wir hier auf jeden Fall ohne Probleme kalt. Aber vielleicht brauchen wir das gar nicht. Kommen wir nämlich auch so hier rein. So. Das ist auf jeden Fall schon sehr interessant hier, dieses Haus zu durchforsten. Also zuletzt hätte ich ja noch so Pillen vielleicht gedacht. Ups. Was ist das denn? Ah, eine Medaille wieder. Firefly-Anhänger. Peter Mrozik. Die ist durchlöchert. Entweder weil sie abgeschossen wurde, also geschossen wurde. Oder weil sie generell so durchlöchert werden für ja, Gefallene, sage ich jetzt mal. Weil die Hundemarken, zumindest von der Bundeswehr, da bricht sie ja so ein Teil raus. Das ist ja bei denen anscheinend nicht der Fall, dass man was rausbrechen kann. So. Ansonsten scheinen wir hier das Haus geplündert zu haben. Ja. Ach, verdammt, der Klick hat's gehört. Ah. Verdammt. Na. Ui. Ich frage mich nur, warum der Typ auch wieder gekommen ist. Also, wie habe ich den geedit? So, jetzt könnte ich mir irgendwo... Lag hier noch so ein Stöckchen rum. Da. Ne. Dass wir das wieder nehmen. Okay. Ja, gut. Ist das hier auch befriedet? Aber jetzt haben wir, glaube ich, die Zone geplündert. Unbefriedet. Auch wenn ich das gar nicht wollte. Das ist irgendwie... Man muss mich gesehen haben oder irgendwie sowas. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. War ich eigentlich hier? Doch, hier, da bin ich gewesen. Na gut, dann lassen wir mal Ellie... Ja, mache ich ja. Ich wollte ja noch eben hier den Rest einsacken. Sehr vorsichtig. Na klar. Das ist ja mehr eine Hundeklappe als eine Katzenklappe. Ich werde Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ah, da kommen wir nicht durch. Das scheint wirklich nur, also wirklich Klicker zu sein. Die kommen wir ja nicht im Nahkampf. Apropos.
Muss ich gerade mal eben gucken. Falschen Knöpfe hier. Messer haben wir noch 2 Stück, können aber noch, auch noch keins herstellen. Ganz leicht und sachte. So, in der Küche könnte man... Wow. Man hoffen, Messer oder also... Ne, nix. Wer hier? Oh, da ist auch noch ein Klicker. Ich glaube, den müssen wir aber killen, weil... Oder müssen wir nicht nach oben? Oben ist bestimmt was. Ah nein, ist versperrt. Okay. Brauchen wir gar nicht weiter drüber nachzudenken. Was haben wir hier? So eine Art Vorratsraum? Oder was ist das? Nee, es ist ein Kinderzimmer. Aber hier gibt's nichts. Da ist ein Klicker. Das Gemeine ist, bei dem Klicker liegt Schrotflintenmunition. Würde ich ja schon gerne haben. Okay. Was liegt da hinten noch? Da liegt noch mehr. Krieg ich den? Ich hab ja ein Messer. Okay. Das hat funktioniert. Sehr gut. Kann ich jetzt... Messer ist mir wichtiger. Für um den Nahkampf dann... agieren zu können. So. War ich hier im Badezimmer? Scheint nichts zu sein. Ja, wartet schon. Waschküche. Da war Sprengstoff. Ist wahrscheinlich, also dieser Sprengstoff ist wahrscheinlich einfach nur Dünger. Das ist ja auch das, was die beispielsweise in Afghanistan so nutzen, um Bomben zu basteln. Dünger. Ellie, kommst du mit? Ellie? Ellie, komm schon. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Ah, das ist nochmal. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Hier blinkt nochmal schön Pillen. Ah, schon ein ganz nettes Grundstück hier, wa? Und mit dem Pool da. Hier, Gartenhäuschen. Ja, schon ganz nett gemacht. So. Muss man den Leuten schon lassen. Wahrscheinlich die Garage hier. Aber halt alles Holz. Die haben hier bauen immer alles nur mit Holz. Das kam für uns gar nicht in Frage. Holz. Haus zu bauen. Ist hier noch vielleicht was? Okay, wir sind sicher. Nein, alles klar. Alles okay. Bei ihr ist es ja eh egal. Aber das weiß er ja noch gar nicht, ne? Aber man schafft Cocktail, hier steht sogar einer rum. Da steht sogar Molotov Cocktail, so einfach mal so rumfertigen. Und ich weiß, wenn ich basteln müsste. Hey, Joel! Ja? Bin noch nicht so weit. Ich muss erstmal noch erkunden. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Pillen oder so. Na, Materialien. Dünger. F4 Patronen für Schrot. Ist die geladen? Ja. Oh, das ist, nee, das ist gar nicht Schrot, ist das Gewehr, ne? Aber das hält ja immer nur einen Schuss. Ups.
Natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Kinderzimmer. Da gibt es eine Nachricht. Tagebuch. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also was soll ich mit den ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober. Mama und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. Falscher Knopf. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagte, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Get it hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört. Glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen, in unser neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur mal eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 6. Oktober. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagt Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Tja, aber es liegt ja hier. Und es sind zwei Kinderbetten, ein Maxi-Cosi und ein Babybett. Also das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist ein Beistell-Babybett mit hier extra runterlassen, damit man drankommt. Warum ist das nicht neben Bett? Neben dem Bett. Da waren die Pillen. Ja, als bald zweifacher Vater weiß man sowas, ne? Nicht jetzt. So ein Ding haben wir nämlich auch. Okay. Nur hat das hier keine Verriegelung. Wir sollten das oben bleiben. Ja, da alles ist alles. Genau, hier waren wir auch schon. Und der hat jemand gefunden. Wie, hier sind Messer voll. Wo liegen hier fertige Sachen? Das ist doch blöd. Kann ich denn jetzt. Ja, da bastel ich jetzt. Habe ich ja kein Messer für. Sondern braucht ja die Materialien. Das ist natürlich jetzt blöd. Ah, guck mal, hier gibt es wieder Pfeile. Pfeile sind voll. Hilf mir hier mal kurz. Ich glaube, das ist besser als was ich habe, ne? Der hat 6. Der hat 4. Da, Schulbusse. Und eine Menge Zombies. Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Oder geschickt. Versuch's eher, glaube ich, mit dem Bogen. Zappeln wir hier nicht lange rum. Siehst du? Genauso. So, das Messer holen wohl. Ah, verdammt, wir kommen hier gar nicht wieder zurück. Habe ich das Messer ganz umsonst geopfert. Kommen gar nicht wieder zurück in die Garage.
Also, ist ein bisschen echt tricky. Diese Scheiße. Hier drüben! Hilfe! Widerling! Ja, warum schießt ihr den nicht? Naja, egal. Ich muss erstmal wegrennen. Toll. Na, was ist denn das hier? Renn nicht weg. Ich will den mit dem Baseballschläger erwischen. Zack. Genau, treibst du zu mir. Mann! Weil die mich gesehen hat. Nicht so ganz funktioniert, wie ich das gewollt habe. Ist der Pfeil kaputt? Ah ja, ist zerbrochen. Okay. Okay. Klappt nicht immer alles so, wie man sich das direkt vorstellt. Da können wir nicht mehr rein, uns wieder aufzumunitionieren. Zumindest haben wir jetzt hier alles ruhig. Können wir uns jetzt hier in Ruhe umschauen. Aber hier gibt es auch gar nichts. So, nicht, dass hier jetzt wieder welche sind. Ellie, lauf! Lauf! Oh, ein Scheiße! Ah. Oha. Warum sind da so viele? Die sich doch mal im Kopf, Mann. Ach, verdammt. Boah, ist noch einer. Verdammt. Aber da... war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Also ganz im Ernst. Einfacher als gedacht. Da jede Menge Munition verballert. Und ich weiß gar nicht, warum die auf einmal auf mich zugekommen sind. Ich kann ja nichts anderes als hier durchgehen. Fehlt noch ein Schuss. Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Jo. Ja. Würde ich ja, aber... Achso, hier muss ich hochhelfen. Ja, jetzt ist klar, jetzt gehst du genau dahin, wo ich stand. Erzähl doch keinen. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Die Brücke verdammt, verschlossen! Drüben.